Schönen guten Tag. Da kann eine Dame irokesisch. Ja, wir haben hier so ein paar Sachen aufgebaut, Zelte, die man nicht allzu oft in den deutschen Landen zu Gesicht bekommt. Das sind nicht so die typischen Campingzelte, wie man sie auf den Campingplätzen sieht. Das sind, weiß es jemand? Iglus. Tippis. Und Tippi? Ja. Was heißt das? Zelt. Ja. Wohnstadt. Also eine Stadt, in der man wohnt. Genau, in dem Fall halt keine allzu große Stadt hier, es ist eher ein kleines Dorf. Diese Zelte waren transportabel, das heißt, man konnte sie zusammenpacken und mit Pferden auf sogenannten Travois. Das sind also Stangen, die auf dem Pferd drauf gebunden werden und dann hinten auf dem Boden schleifen. Und die beiden Stangen, die werden dazwischen noch mit so einem Netz zusammengehalten und in dieses Netz kommt dann das ganze Gepäck rein. Und mit solchen Travois sind die Prairie-Indianer oder Plains-Indianer über mehrere hundert Meilen gezogen bis zur nächsten Bisonherde. Tja, wir wollen heute hier ein Programm zeigen, was über den ganzen Nachmittag bis 18 Uhr reicht, immer verschiedene Parts. Und es wird also immer nie dasselbe sein. Wir werden immer von Part zu Part uns neues Outfit anziehen, neue Tänze zeigen, andere Tänze zeigen. Wer also denkt, naja, wenn er das jetzt gesehen hat, hat er alles gesehen. Nein, da kommen dann noch... Hey!
freuen uns, dass das Wetter mitspielt, dass so viele Zuschauer zum Fest gekommen sind. Und ja, das ist auch immer wieder schön, ein Familienfest miterleben zu können. Weil so viele Feste gibt es ja leider, leider nicht mehr. Wer macht heutzutage schon nochmal was offiziell? Also das sind wirklich diese Reise sonst nochmal durch ganz Deutschland, das ist doch sehr wenig. Leider Gottes. Wir, das ist das Geldestanz-Museum aus Mecklenburg. Leider und freuen uns natürlich sehr, zum 20-Jährigen bestehen, hier mit dabei sein zu können. Michaela, wir sind die ganze Serie, die Leute,
Sein Federschweif hinten so richtig aufreizte und damit so herumgockelte um seine Henne, um seine Präriehenne. Und naja, da hat er einem jungen Mann diesen Tanz im Traum. Als er so getanzt hat, haben die anderen Männer angefangen zu lachen. Guckt euch den an, das ist doch kein richtiger Tanz. So tanzt man doch nicht. Tja, aber dieser Tänzer, der ging nachher mit 20 jungen, hübschen Frauen um seinen Tippi und die anderen nicht. Und nun schaut ihn euch an, den Tanz der Präriehähne und Hühner. Chickens. Yeah.
Büchern las ich gern von diesem Ort. Grand Canyon wie wir, Freiheit klingt in diesem Wort. Das wollte ich selbst erfahren, noch wusste ich nicht wie. Schnapp mir die Gitarre, I am always will be free.